Das ist. So. Einzel. Schalalala. Hörst du mich gut, Tony? Schreib mal eins in den Check. Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Gut, das war genug Vorgeplänkel. Jetzt wird das ernst. Ja, Tony, ne? Da rufe ich an und schreib und ruf an. Kommt halt gar nichts. Schreib mir mal bitte. Battle Royale. Gas nähert sich deiner Position. In den Chat. Begib dich in die Sicherheitszone. Ob die Tonqualität und alles passt. Weil bei mir hängt der Stream nämlich da immer. Schreibt halt einfach nicht. Wasche auf. Alle Ziele im Einsatz eliminieren. Ah, mein Lager, das war der Nick. Ich hab doch jetzt gesprochen. Weil ich tot bin. Ich hätte mal wenig gescheite. Ein springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Ist so gesprungen, mein Lager. Drohne über uns.
Kiste hin. Guck mal raus. Puh. Bastardo. De Granada. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Jede Ballage. Uni, machen wir hier Teilung des Streams. Your Community. 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 Ich jetzt mal darüber, ey. Auf! Bruder. Dicker. Dicker, dicker. Markiere Wegpunktkoordinaten. Oh, du hässlicher Vogel, ey. Der war gut. Ich hole nicht mehr. Geht's zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Zeit, deine Freiheit zu verdienen, Soldat. 15. Achtung, Leute. Lauf, aufpassen. Oh. Scheiße. Hopp, hopp, hopp. Ah, ich krieg die Fresse. Ich krieg die Fresse. Warte, nix, Trick 17. Warte mal, Lacke. Shit. So. Also, irgendwas stimmt hier gewaltig nicht. Weil. Geht's jetzt an Licht oder nicht? Deswegen. Ja, stimmt. So. Next round.
Ausrüstung und Waffen überprüfen. Flugzeuge werden einsatzbereit gemacht. Der Feind springt. Spricht er damit mehr, der Malaga? Wir landen im Einsatzgebiet. Jetzt wird das ernst. Eine manische Waffe. Royal. Gas nähert sich deiner Position. Begib dich in die Sicherheitszone. Twitch, oder? Dieser Code. So. Mach mal da raus. Nee, wir machen mal so anders. Oder bist du blöd? Hä? Ja, sag mal, bist du blöd oder bist du blöd? Ach, hat man es gehört oder was? Nur da. Da ist mein Mikro ja saugut. Ach ja, sag mal, was ist da? Wie viele Leute spielen damit? Oh, wurde wach. Oh. Ach, das spinnt total, das zeigt mir da an, dass voll die Fehler und alles. Kommen wir alle später. Hilfe Maria. Das Gas kommt. Das Kopfgeldziel wurde ausgeschaltet. Gut gemacht.
sports. It's in the game. Und Kieber mit 77. Na klar. Das ist wieder ein Stadtdrücker hier. Ganz gleich die Lokale alle schwimmen. Ihr seid ihr verrückt. Willkommen im Estadio San Mamés. Ich begrüße Sie zu dieser Begegnung. Durch das Spiel begleiten Sie Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen heute ein. Gelle, gelle, gelle. FIFA, FIFA, FIFA. FIFA, FIFA, FIFA. Division Rivals Duell. Sporting gegen die Juniors. Das wird fantastisch. Da habe ich keine ich Zweifel. Es wird ein Fußballfest. Juri. Fängt diesen Ball ab. Sporting holt sich den Ball. Bruno Fernandes. Sporting mit jeder Menge Vorwärtsdrang. Ja, geht gut dazwischen. Ronaldo. Sanchez. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Darf ich jetzt mal in die Pause vielleicht? Ich will meinen Spieler wechseln. Neymar macht heute seine 50. Partie für den Club. Und diesem Jubiläum, Wolf, werden mit Sicherheit noch weitere folgen. Denn es passt hier einfach alles perfekt. Ach, Ballverlust bitte, durch Cristiano Ronaldo. 92er Stärke, da wirst du den Ball wohl anbringen. Ob jetzt. Ah, der Malaga. Nee, jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Ach, nee. Und ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Hey, Christi, Christi, Christi. Christi, nicht. Christi, das war nicht gut vom Abwehrspieler. Jetzt der Schuss. Ja. Das ist doch gefährlich. So, aha. Zuspiel. Ja, wie? Den Zweikampf verliert er. Mbappé mit der Flanke jetzt. Oh, problemlos hat er hier den Ball. Sie will den Ball spielen, oder?
Ich weiß, was er macht. Theo Hernandez. Den Ball hat er gut geholt. Super von Ronaldo. Er zieht vorbei. Schön geklärt. Hol, hol. Und jetzt wird es Einwurf geben. Ja. Ball bis jetzt verloren. Boom, komm. Der Ballverlust. Die Juniors verlieren den Ball. Das ist ein vielversprechender Pass. Und jetzt die Chance. Bruno Fernandes. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Mbappé. Sie erhalten den Einwurf. Sauber. Er geht vorbei am Verteidiger. Gut geklärt, das war wichtig. Ballverlust Marco Reus. Ballverlust. Sané. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Cristiano Ronaldo. Am Ball Mbappé. Pass zu Ronaldo. Die Juniors mit einem Ballverlust. Mbappé. Neymar. Sanchez. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Bruno Fernandes. Scheinbar alles im Griff. 2:0 zur Pause. Mal. Die Juniors müssen noch was tun. Zu Beginn der zweiten Hälfte ist man hinten. Reus geht dazwischen. So, ich muss jetzt nochmal meine Taktik umstellen, da Jungs. 2:0 ist natürlich ein Brett. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Sanchez. Mbappé. Ronaldo, wo bist du? Da ist Mondi. Ronaldo, wo bist du? Hohes Zuspiel auf Ronaldo. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Lass dich allein wie ein Mann, Neymar. Gib mir noch einen Sack, ey. Clever gemacht. Gute Aktion. Sie versuchen es mit frühem Press. Mann, oh Mann, ey. Ich bringe du. Ding. Genau, was er macht, dann sehen wir zurück. Sané. Jetzt setzt er ihn unter Druck. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Ja, die Chance für Leroy Sané. Sané macht den Treffer! Er ist ein klasse Spieler, ein absoluter Weltklasse-Spieler. Unaufhaltsam. Und das hat er hier auch wieder gezeigt. Sauberes Tackling von ihm. Abseits von Reus. Sanchez. Sanchez, du bist normal überragend. Was ist denn los, Sané? Ey? Da ist die Balleroberung. Cristiano Ronaldo passt das nicht, wie sich die Kollegen hier verhalten. Sie lassen ihn vorne so ein bisschen im Stich.
Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Und er hat einen Witter, ey. Theo Hernandez. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Flanke soll zu Neymar. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball. Oh, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Macht das ganz sicher. Gefährliche Szene. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ach, der letzte. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Sehr gut pariert. Da wusste er ganz genau, wann er rauskommen muss. Starke Aktion vom Torhüter. Ja, die Fans wollten da den Elfmeter prüfen, das hört man deutlich. Mbappé lässt sich nicht stören. Gute Chance. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Ach. Kein Tor. Das gibt's doch gar nicht. Das war doch nicht ein sicheres Tor. Es dauert alles, bis sie hängt das Internet. Ich hab doch Sporting mit jeder Menge vorwärts dran. Den Ball runter. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Neymar auf dem Flügel. Lauf. Neymar. Weite Flanke. Der ist nicht drin. Ich krieg die Frieden. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte der Treffer verdient gehabt. Theo Hernandez. Da ist Reus. Sunny. Geht dazwischen und macht den Ball. Der riecht ihn auf. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Flanke soll zu Neymar. Ach, und der andere läuft wieder vorbei. Gefährlicher Pass von Sadé. Das hätte eine gute Chance werden können, aber so ist der Ball erstmal wieder weg. Vorne der Ballgewinn. Raus Hoppe und hält richtig. Den Ball. Saha. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Kylian Mbappé Lothar. Beide wollen natürlich diesen Ball. Ronaldo. Chance zum Ballschusstreffer. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Wieder. Und er hat den Ball. City. Super Parade, also den hält nicht jeder. Auch das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Vielleicht die Konterchance. Immer noch diese Aktion jetzt. Die Abwehr muss weiter wachsam sein. Er holt sich den Ball. Mbappé. Den Ball kann er abfangen. Sau schlecht und jeder glotzt zu, du. Schönes Zuspiel. Schöne Abseits. Ball ist oben, abseits Sané. Mbappé. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Sané. Hier wieder mal ganz. Reus jetzt. Jetzt Marco Reus. Sehr starkes Technik. Nicht zu... Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. Die Geste.
Herzlich willkommen, liebe Fußballfans. Klasse, dass Sie eingeschaltet haben. Ich begrüße Sie bei optimalem Fußballwetter zu diesem Spiel heute. Mein Name ist Wolf Fuß. Ich werde das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Heute übertragen wir Ihnen ein Division Rivals Spiel. Die Juniors gegen die Vipers. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Walker. Sanchez. Da ist Mbappé. Sehr guter Einsatz. Ball abgegeben von den Vipers. Zaha. Den Ball holt er. Gut verteidigt. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Mbappé. Keine gute Aktion. Schlecht verteidigt. 49 Tore hat er bislang erzielt. Meinst du, er schafft heute die 50? Ich bin mir nicht so sicher, ob das heute klappt. Der Trainer gibt ihm ja eher die Defensive. Heute alle wieder Roboter auf der Außen. Usain Bolt. Pass auf die Außenbahn. Ederson ist zur Stelle, faustet diese Flanke weg. Geht dazwischen und hat den Ball. Das Spiel macht mich noch kirre. Da guck hier, ey. Ich drück einfach nur nach unten. Mann, oh Mann. So, warte. Hallo? Ja, hörst du mich? Ja. Ich bin schon wieder im Stream aufrecht. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Ach. Super Technik. Den sehen Sie, Leute, mal. Jetzt Ronaldo am Ball. Da schon wieder. Da ist Saar. Fängt diesen Ball ab. Und damit sind sie am Ball. Jetzt der Angriff über Mbappé. Was macht denn der? Das Spiel ist manchmal echt verkopft. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Mbappé! Ja, klasse, Ball erstmal weg. Und weißt du, was mein Gegner immer hat? Die Szene haben? Vor einigen Sekunden, riesen Usain Bolt auf den Außen. Immer. Und meine Usain Bolt, das sind die hören wir holen zu spät. Abseits, ist wohl ein Tick zu früh gestartet. In der Verteidigung haben sie es auch. Ja, das ist jetzt das Neueste. Cristiano Ronaldo, sehr aktiv. Gefährlich! Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Und wenn sie mal einen Pass spielen müssen, spielen, ist es immer mit dem Holz B. Das war ja überhaupt nicht okay. Die Vipers. Und wenn ich diesen Pavel Nedved schon sehe mit zwei Mähne. Da ist die Hereingabe. Vorne der Ball gewinnen. Und er gewinnt den Zweikampf. Voller Einsatz ich höre, hier. Sie haben den Ball. Im Stream höre ich immer schlecht den Chat. Da musst du laut reden. Cristiano Ronaldo. Sowas einstellen. Ach, ganz alleine. Das, ja, dieses so billig. Das Ergebnis ihres frühen Störens. Absolut richtig erkannt, Wolf. Sofort den Druck, sofort da draufgehen. Und dann passieren halt diese Fehler extremen Pressing. Aber naja, wir regen uns ja nicht auf. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht an seinem Mann vorbei. Und hier sehen wir, wie er die gesamte FIFA einfach noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Also machst du gar keine CD dann? Er geht vorbei am Verteidiger. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Das Geile ist, ein
zwei Stunden nach dem nach der Niederlage von Köln schmeißen Trainer raus. Die Juniors verlieren hier den Ball. Im Angriff jetzt Kylian Mbappé. Gut und fair, das Deckweg. Ich kann es einfach nicht gerade. Ich habe jetzt 5 Spiele in Folge gewonnen. Gestern und vorgestern. Pass von Mbappé. Da hat er die Chance. Er kann es abwehren, aber der Ball war und, im Spiel. Kaum fange ich es rüber auf. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Sanchez. Neymar hat ihn. Mbappé. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Er macht's voll. Der Auftakt. Ja. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. 1-1, wieder unentschieden. Hoppi, hopp, hopp. Der Spielverlauf ist völlig offen. Den Ball will Cristiano Ronaldo nicht hergeben. Zaha. Am Ball Mbappé. Die Juniors mit einem Ballverlust. In die Todeszone. Geh sau. Konsequenter Zweikampf da draußen. Ist immer noch der. Und jetzt spielen. Ah, super Pass. Semedo. Das sieht gut aus. Ist es das? Mbappé. Dein 50. Auftritt ist das heute. Und wenn er jetzt hier, das Ding bringen wir nach Hause. Voll. In die Wiedenstraße. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Hey. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Sieht gefährlich aus. Könnte der Ausgleich sein. Nein, nein. Aus nächster Nähe die Großchance, aber Ederson ist zur Stelle, verhindert den Treffer. Ja. Eck in den Strafraum. Kieper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Hat er geschwitzt. Diogo Dalot. Mbappé gibt den Ball her. Nun Ronaldo. Och. Nach Durchgang 1 steht es hier 2-1. Ein knappes. Köln schmeißt Gistol drauf. Zack, bumm, sind die falschen Trainer. Ich habe gerade noch Vertrag, da habe ich noch ein Vertrag. Ne? Die zweite Spielhälfte geht los und im Moment sind die Statistik hier hinten. Acht Sieger im Moment. Bei wie vielen Spiele? Mbappé. Ah, das hätte gefährlich werden können. Nun Ronaldo. Bald schon wieder weg, gut gemacht. Das Pressing ist da. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. Blut, Alter, wie ging der? Mbappé. Mbappé! Ball soll zu Cristiano Ronaldo. Parade von Ederson. Gefahr noch nicht bereinigt. Da. Ach, die Juniors verlieren den Ball. Neymar. Oh, du läufst doch, Kylian. Ah, das hätte gefährlich werden können. Ganz wichtige Aktion. Jetzt Ronaldo am Ball. Zaha. Die Juniors kommen. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Sehr gut da. Da muss ich halt immer zu lang. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Mbappé lässt sich nicht stören. Das ist ein Zeichen an die Mitspieler. Nie aufgeben, er hat den Ball wieder. Ach, Varane jetzt. Doch vorne.
Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist aber Mbappé. Ja, Neymar am langen Pfosten. Oh. Und die Flanke hat er. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ball ist wieder weg. Gutes Zuspiel für Neymar. Oh. Ballverlust durch Neymar. Oh, sehr schlecht. Cristiano Ronaldo's Pass kommt nicht an. Das gibt's. Guter Pass. Ederson hält. Ball noch im Spiel. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Mbappé! Da gibt es die Wall. Kein guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Und gibt's jetzt die Führung. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Diogo Dalot. Schon groß war. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Unaufhaltsam. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Riesenchance, Mbappé. Cristiano Ronaldo. Ero, so, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Und da kassieren sie doch noch den Gegentreffer. So kurz vor Schluss. Jetzt was müssen ist, sie was alles ist, nach vorne werfen und irgendwie noch den Ausgleich erzielen. Cristiano Ronaldo. Sie suchen die Lücke. Ronaldo. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Das macht er gut. Verlau Mondi. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ein Pass mit viel Auge. Das nein, ist sein Spiel. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie Bahn. Aber hier war es abseits. Marcos Llorente. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Da trennt er ihn fair vom Ball. Sanchez. Mbappé. Die Juniors kommen. Cristiano Ronaldo. Und da hat er den Treffer. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Den hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch das war wieder ein super Tor. Neuer Spielstand 4:2. 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Ich höre dich nicht, du musst lauter reden. Jetzt Messi. Hallo? Messi mit dem Ball. Ich höre dich nicht, weil mein... Das sieht durchaus vielversprechend aus. Messi. Messi mit dem Versuch! Geht doch mal! Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Das. Ach Mann. Komm wieder Karma. Beeindruckend. 7 Tore insgesamt. 4:3 der Spielstand. Nelson Semedo. Besser.
Nelson Semedo mit dem Ball. Nelson Semedo. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es da oben drauf. Mbappé. Jetzt hast du verloren. Den Ball kann er abfangen. Hat mal Lager, guckst du rein? Den geht die ist. Gastgeber haben diese Spieler so gewonnen. Hey, was ist denn jetzt? Jetzt geht gar nichts mehr, oder was? Ja, der spielt besser vom 16er bis zu meinem 16er. Ist klar.